In all diesen Häusern leben Menschen und da wollen wir spontan verschiedene Statistiken zum Thema Wohnen überprüfen. Wir haben ein paar Studien im Gepäck und wollten einfach mal checken, ob das so stimmt. Okay, wenn es nicht peinlich wird. Was dem 23-jährigen Projektleiter Justin wohl peinlich wäre? Ja, wenn er jetzt, sage ich mal, zu viel Schmutz findet oder sonst was. Nein, ich weiß ja nicht, was ihr sucht. Wir suchen keinen Schmutz. Das Erste, was ich suche, ist, hast du einen Schlüssel von deinen Nachbarn, falls die ihren mal verlieren, vergessen? Nein. Schade, denn laut Netzwerk Nachbarschaft haben 71% der Deutschen den Ersatzwohnungsschlüssel der Nachbarn. Haben Sie einen Schlüssel von Ihren Nachbarn? Nein. Nein? Nee, von meinem Nachbar, aber meine Freundin ist auch Nachbarin. Das zählt ja auch. Und was ist mit diesem Herrn? Ja. Haben Sie? Ja. Hast du halt vom Nachbarn? Ja. Spannend wird's bei Student Arvin. Was machst du, wenn du deinen Schlüssel vergisst? Oh, da. Entweder rufe ich hier die Nachbarn und guck mal, ob die irgendwann helfen können. Aber die haben nicht deinen Schlüssel? Nee, die haben nicht Schlüssel, aber die können ja vielleicht Kreditkarte oder ich weiß nicht, wie das geht. Aber wenn nicht, dann muss ich nach Schlüsseldienst gucken. Das wird dann teuer. Kannst du das mit der Kreditkarte? Ich nicht, nee. Ah ja, aber die Nachbarn scheinbar. Doch denen einen Schlüssel geben? Weil heutzutage weiß ich nicht, ob man den vertrauen kann, weil man muss den länger kennen. Ne? Was sagt die 21-jährige Anja, die in Köln Schauspiel studiert? Ich habe einen Ersatzschlüssel bei der Schwester von meiner Mitbewohnerin. Ich habe keinen der Nachbarn und die Nachbarn haben auch keinen von mir. Also. Warum nicht? Ich weiß nicht, irgendwie kommt man nicht so in Kontakt mit den Nachbarn. Ich hab's bei meinem Onkel. Bin hier auf der 7. Etage. Ja, wir haben bei den Nachbarn einen abgegeben. 7 der Befragten tauschen Schlüssel mit den Nachbarn aus, 3 machen es nicht. Das sind passend zur Studie 70%. Kommen wir zu etwas, das man nicht machen sollte. Wo hat Justin seinen Ersatzschlüssel? Ich weiß nicht. Unter der Matte. Da vor der Tür? Ja. Zeig mal. Ich vergesse den so oft. Da liegt er. Ja, aber jetzt muss ich natürlich wegtun. Jetzt weiß es jeder. Na dann vielleicht jetzt doch beim Nachbarn abgeben. Laut Bankenverband haben die Deutschen im Schnitt noch 83 D-Mark zu Hause. Hast du D-Mark? Nein, leider. Ich hätte gern. Wir auch. Wir wollen welche sehen. Haben Sie noch D-Mark? Ja. 2 5-Mark-Stücke und 1 10-Mark-Stück. Und meine Nachbarin auf der 4. Etage, die Frau Sahin, die hat ganz viel. Dann gehen wir da doch zusammen hin. Können wir kurz reinkommen? Kommen Sie mal rein. Bei mir sieht's aus, ich bin hier am Renovieren. Und trotzdem findet Frau Sahin ganz schnell ihre D-Mark-Bestände. Da und da und da. D-Mark sind kein Zahlungsmittel mehr. Wertlos sind sie aber nicht. Sie können in Landeszentralbanken eingetauscht werden oder eben bei unserem Reporter. Verkaufen Sie mir den? Ja, musst du ein bisschen Profit machen, ne? 6 Euro. Ja, für 6 Euro kaufe ich den. Weiter geht's. 60% der Haushalte haben Rauchmelder. Sie sind eigentlich Pflicht. Hast du Rauchmelder hier? Wir haben die abgebaut. Abgebaute Rauchmelder, warum? Ja, weil die Batterie nämlich nicht funktionierte und dann hat immer ein Alarm ausgeschlagen und ja, alleine Frau im Haus. Da kann es nicht brennen. Da kann es nicht brennen, genau. Im Ernst, da müssen dringend neue Batterien rein, der Schutz ist wichtig. Auch der 21-jährige Arvin hat Probleme mit seinem Rauchmelder. Letztes Mal habe ich fast den Teppich angebrannt. In der Küche habe ich die Pfanne benutzt und es war so stark, der Rauch, ja, dass diese Feuermelde angegangen ist. Schnell habe ich die Pfanne genommen, auf den Teppich getan. Ja. Ich weiß nicht, warum ich so dumm war. Rauchmelder hin, Rauchmelder her. Heiße Pfannen sollte man nie auf den Teppich stellen. In allen Wohnungen, die wir besucht haben, gab es Rauchmelder. In 4 von 10 waren sie allerdings abgebaut. Damit haben nur 60% der Wohnungen funktionierende Rauchmelder. Hier trifft die Studie exakt zu. Und wie finden Sie meine Wohnung? Wohnst du hier alleine? Nee, mit meiner Oma zusammen. Laut Zentralverband Zoologische Fachbetriebe haben 44% ein Haustier. Student Yavuz auch? Ja, ich habe einen Zwergspitz. Aber der ist heute leider nicht da. Zum Glück gibt's ja Videos. Aber man hört irgendwie nichts. Bell du mal. Süß. Haben Sie ein Haustier? Nein. Nein. Nee. Ja, habe ich. Wie heißt der denn? Rumba. Habt ihr ein Haustier? Nein. Ich finde, Hunde stinken. Das lassen wir mal dahingestellt. Wir haben in 3 von 8 Wohnungen Haustiere gefunden. Das sind 37,5%. Auch diese Studie bestätigt sich erstaunlich gut in unserem spontanen Check. Kommen wir zurück zu Justin. Der hatte ja Bammel, als er uns reingelassen hat. Wenn es nicht peinlich wird? Das kann jetzt passieren. Denn jetzt gehen wir der Frage nach, wird tatsächlich in jedem 3. Haushalt in Deutschland die Unterwäsche gebügelt? Von den Kindern habe ich damals gemacht, wo sie noch Säuglinge waren. Das ist bekloppt. Ist sie da die Einzige? Das sind die gebügelten Unterwäsche meines Sohnes. Warum bügelst du die? Ja, weil die sich dann besser anfühlen. Merkst du da einen Unterschied, Vincent?
Ja, ein bisschen. Okay, ich bügel gar nichts. Ich hasse Bügeln. Und Javus, wo hat der 26-Jährige seine Unterwäsche? Meine Unterwäsche. Findet er sie überhaupt? Moment, wo habe ich sie getan? Du trägst keine. Doch. Die sind doch gebügelt. Wer macht das? Also beim Bügeln ist meine Oma für mich am Start. Ja, schön von der Oma die Unterwäsche bügeln lassen. Würdest du deinem Freund die Boxershorts bügeln? Also, vielleicht, also nicht immer. Zum Abschluss noch ein Anti-Bügel-Tipp von Anja, der Bügel-Haterin. Ich schaue halt immer, dass ich dann nach dem Waschen die Klamotten aufhänge. Ja. Dann muss ich es nicht bügeln. Bei unserer Umfrage bügeln also 37,5% die Unterwäsche. Ein bisschen mehr als jeder Dritte. War's peinlich? Ach Quatsch, das geht. Na also. Und unsere spontanen Wohnungsbesuche haben gezeigt, auch wenn man per Zufall vorgeht, zumindest an diesen Studien ist was dran.